Ja. Okay, haben wir noch ein langes Rohr? Viererrohr, das könnte reichen. Das heißt, wir zwacken dich jetzt von da ab, nehme ich jetzt mit auf eine Reise. Nach hier. ein bisschen übertrieben, aber okay. Geh nach da oben. Moment mal. Das ist hier die Lava. Das ist ja gar nicht das flüssige Zinn. Wir müssen ja erstmal flüssiges Zinn herstellen. Okay, krieg ich hin. Du. Achso, erstmal brauchen wir jetzt das Rohr wieder, weil ich gerade das weggelegt habe. Wo versteckst du dich da? Irgendwo hier kam das raus. Gut. Dann geh bitte von hier aus in einen Tank, der sich mit nichts verbindet, außer mit 800er Lava. Und von hier aus geht er zu einem Blast Furnace für Tin. Da oben meinetwegen haben wir noch ein Blast Furnace auf Tasche. Dachter-Tech-Maschinen. Ich sehe nichts Gelbes, also bau den mal. Den bauen wir dann hier oben meinetwegen hin. Den kriegt er einmal Lava von da unten über ein Untergrundrohr. Und das Tin einfach aus einer Kiste. Haben wir hier Roboteranbindung? Nee, genau hier nicht mehr. Okay, dann hätte ich auch noch ganz gerne einen Roboport. Und zwar einen billigen Roboport. Den setzen wir dann hier hin. Auch als Aufladestation nicht schlecht. Also, hier kommt dann der Blast Furnace hin. Tin wird eingeschmolzen. Wir kriegen flüssiges Tin. Das schicken wir nach da. Wir schnappen uns flüssiges Kupfer von da. Und dann mischen wir das da zu Bronze. In was auch immer. Das ist eine gute Frage. In was stellen wir das her? Bronze. Steht keine Gerätschaft mit bei. Aber na gut, wir haben ja eh noch sehr viel Zeit, bis das fertig ist. Ich werde auch gucken müssen, ob ich überhaupt genug lila Science Packs auf Vorrat da habe. Eventuell werde ich meine Alien-Artefakte dafür opfern müssen. Aber gut, du unterirdisch, komm da bitte raus. Wo ist der Blast Furnace? Da. Du machst bitte Tin und schmeißt das dann nach rechts raus. Okay, dann eine Kiste dahin. Genauso, dass kein Strom ist. Das mache ich mal anders. Dahin. Und du hättest gerne. Wo ist das abgefahrene Zeug? Nein. Abgefahrenes Zeug, sehr gut. Zink, Tungsten, Tinor. Davon hättest du gerne 100 Stück. Also ich hatte ein bisschen was abgebaut, ich weiß aber nicht, wo es gelandet ist. Werden wir gleich sehen, ob da was angeflogen kommt. Robot. Machen wir es mal hier, damit er alles lückenlos abgedeckt. Ja, wo da könnte eventuell noch eine Schmiede hinkommen. Ne, die Forges selber nutzen wir gar nicht mehr so häufig. Also die Platten direkt. Das Ding ist schon seit ein paar Folgen jetzt durchgehend voll. Auch wenn die Tanks leer sind. Weil halt alles flüssig gemacht wird. Ja, gut. Gib mir Stahl, Dankeschön. Da kamen gerade blaue Chips an, aber viel zu wenig. Ist okay. So, also das wäre vorbereitet. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinbauen muss, damit das sich nachher mischt. Das gucke ich dann, wenn es fertig ist. Was haben wir jetzt noch? Ich wollte nochmal 100 Lasertürme abgreifen, um unten die Verteidigung zu sichern.
Ich wollte die blauen Tränke optimieren. Mal wieder. Wahrscheinlich durch eine dritte Fabrik, die blaue Tränke herstellt. Wobei es wahrscheinlich ja eher am Eisen mangelt irgendwo. Am Stahl mangelt es. Was? Mach mal das weg und mach mal schnelle Module hin. Ich muss unbedingt Electric Furnace MK2 erforschen. Das ist sowas so peinlich. Nimm bitte da noch einen hin. Dann hätte ich gern ein intelligentes Ärmchen. Grün? Irgendwas blinken? Nein, bau intelligente Ärmchen. Du tu da rein Eisen. Platten. Und leg das mit einem halben Ärmchen darauf. Mit Speedmodulen. So, ich hoffe mal, das behebt jetzt das Problem. Sonst setze ich da einfach noch einen hin und noch einen und noch einen und noch einen. Ich kann auch da auch welche hinsetzen. Und das mache ich einfach mal. Das schadet ja nicht. Wir sind wenigstens die. Ist der Platz hier genutzt und. Es passt nicht. Könnte das weiter runterziehen? Ja, das könnte ich. Haha, wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht durch Overkill noch was verhunzen könnte. Da, da, da. So. So, ich brauche nicht mehr intelligente Ärmchen, weil der weiß ja, was er von da braucht. So. Okay. Also wir sollten jetzt die Geschwindigkeit mehr als verdoppelt haben. Zum einen zwei Fabriken mehr, als es vorher waren. Und dann auch statt Produktivitätsmodule Speedmodule. Weil die Produktivitätsmodule machen es ja nur 10% schneller so gesehen durch mehr Produktion. Und die Dinger machen das 40% jeweils schneller. Das ist schon ein Happen. Also du scheinst es durchgehend Stahl zu haben und durchgehend am Arbeiten zu sein. Ja, nicht ganz. Aber ist auf einem guten Weg. Und du auch. Ja, hoffen wir mal, das hilft jetzt. Wie schaut's mit denen? Oh, das ist ein trauriges Bild. Zwei Forschungscenter arbeiten nur. Das geht sowas von gar nicht. Ja, nee, das geht echt nicht. Frage an die Experten. Wie kriegen wir hier eine dritte blaue... Ich kann das so einfach alles einfliegen lassen. Ich denke immer noch so altbacken. Wir brauchen gar keine Fließbänder mehr. Wir brauchen gar keine komischen Kranstrukturen. Wir brauchen auch gar keinen Stahl hier. Wir können uns das alles einfliegen lassen. Wäre dann sogar effektiver. Mist, das wäre sogar wirklich viel effektiver. Wie viel Stahl haben wir? 800. Ja, ich hätte gerne einfach mal hier Stahl. Mal ruhig 200. Und damit die Roboter nicht so viel zu tun haben, haue ich meine 200 rein und die Roboter dürfen mich füttern. Dann dürfen sie noch hinterher fliegen. Okay, so gesehen war es nicht wirklich nett. Oh, ich habe euch gar nicht begrenzt. Huh? Na gut, dann nehme ich meine 200 wieder raus. Grenzt dich, das ist ganz gut. So, das heißt, die hier müssen alle weg, weil sonst verschwende ich so gesehen Roheisen. Und das wollen wir ja ganz gut. Habe ich da gerade was kaputt gemacht? Ja, habe ich. Und zwar Fabriken, die Draht herstellen. Was wir allerdings gar nicht mehr brauchen, richtig? Weil die roten Chips werden gegossen. Ja, wir brauchen ja kein Kupferdraht mehr. Das heißt, liebe Roboterfreunde, ihr dürft das hier alles abreißen. Weißt du was, ihr dürft einfach alles hier abreißen. Das, die doofen Strommaste da setzen wir neu. Weg, weg, weg. Weg. Achso, stopp. Jedes Mal, wenn ich mit Robotern was abreiße, sollte ich mir wirklich genau angucken, was abgerissen wird. Wird nicht vielleicht doch irgendwo von diesem Fließband noch was weggenommen? Ja, hier zum Beispiel.
Wie negiere ich den Abrissbefehl? Gar nicht anscheinend. Okay, also das Fließband muss da bleiben, weil das Ärmchen-Ding nimmt sich das von da. Also hau bitte... Genau, mach das weg. So. Das hier kannst du alles aufheben. Aufheben, 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 aufheben. Dann haben wir hier Platz für mehr blaue Fabriken zum Beispiel. Speedmodule habt ihr schon, ne? Ja. Ja, okay. So, überprüfen. Das läuft alles soweit. Stahl wird jetzt geholt von den Stahlgießereien, die mit Flüssigstahl arbeiten, was wieder effektiver ist. Das heißt, wir verbrauchen so weniger Eisen. Und das ist gut. Haben wir noch irgendwo Stellen, wo Eisen verbraucht wird, was nicht wirklich sein müsste? Also hier wird aber Kupfer geholt. Aber wir können keine Ärmchen gießen mit... können wir nicht? Nein, wir können keine Ärmchen gießen. Weil es eine mechanische Komponente hat und Zeug drin und so weiter. Im Gegensatz zu Computerchips. Aber auf das Thema gehe ich nicht nochmal ein. Also wir können sie nicht gießen, das heißt, sie brauchen die Platten, also ist das okay. Ich könnte die Platten aber auch einfliegen lassen. Ihr werdet mich hassen. Nein. Ich überlege gerade etwas. Und zwar, ob ich nicht meine Fabrikanlage, also das Riesending, nach und nach jetzt auf die Roboter glücklich umstelle. Das heißt, nach und nach kommt die Lebenslinie weg, nach und nach kommt das hier alles weg. Das wird definitiv eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Aber es sollte eigentlich auch sinnvoll sein. Weil wir haben jetzt hier grüne Chip-Gießereien, wir haben da hinten eine grüne Chip-Gießerei, wir haben da eine rote Chip-Gießerei, wir haben da oben eine rote Chip-Gießerei, da unten auch noch eine und das brauchen wir alles gar nicht. Eigentlich bräuchten wir eine Stelle, wo meinetwegen 6 grüne Chipgießereien sind und die tun das alles in 1, 2 passive Provider Chests. Und wenn dann irgendwo grüne Chips gebraucht werden, werden einfach nur eine Kiste hingebappt. Da hätten wir so viel Platz hier frei. Boah. Also ehrlich gesagt, ich hätte Lust dazu. Weil die Basis, sie funktioniert zwar momentan, aber ich finde sie nicht mehr hübsch. Und kein bisschen symmetrisch und, ne? Teilweise auch unnötig lang und verfuselt und so weiter. Da fühle ich mich doch ein bisschen unwohl. Aber nur weil es mir Spaß macht und weil es am Ende schöner aussieht, sollte ich wirklich überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil wir sind ja im Kriegszustand und da ist Deko nicht so wirklich wichtig. Aber wo haben wir Mangel? Wir haben Mangel an Alien-Artefakten, da könnte ich rausgehen und platt fahren. Ja, das könnte ich. Wird immer schwieriger wegen, ne, böseren Beißern, aber ist machbar. Eisen haben wir theoretisch genug. Also das Feld da dauert eine Weile, bis es leer ist. Kupfer haben wir auch genug. Nämlich das da, wenn ich es denn mal anfangen würde, ordentlich abzubauen. Ach, die Lasertürme. Ja, die Lasertürme. Also Kupfer haben wir, Eisen haben wir. Science Packs geht so. Ah, oh, das schaut gut aus. Okay. Das heißt, ich kann ruhig eigentlich in der Basis bleiben, wie der Gero in der Vergangenheit das ja auch meinte. Ein Igel warten, bis die Königin kommen und währenddessen optimieren, optimieren, optimieren. Damit wir, sobald wir die Königin haben und mehr Science Packs und so weiter und dann auch Zugriff zu der höchsten Tech-Stufe oder zu den höheren Tech-Stufen, dass wir dann wieder expandieren können. Weil wir dann die super Lasergewehre haben mit Polished Ruby, Smaragd, Zaphir, Munition und MK2 Panzer und was weiß ich. Und dann rollen wir die ganzen Basen platt und schnappen uns halt das Gebiet da. Was sieht so garstig aus. Ja, also dann höhere Tech-Stufe, wir schnappen uns das Gebiet da und dann haben wir noch viel, viel mehr Ressourcen, um die ganzen teureren Tech-Sachen auch bezahlen zu können. Klingt soweit gut, ja. Also ich denke, ich werde das machen. Aber ich bin so fair und gebe euch eine Chance, zu Wort kommen zu lassen.
Das heißt, ich werde jetzt 2 Folgen abwarten. Und ich hoffe, dass bis dahin diese Folge online ist und ihr Kommentare schreiben konntet. Und sonst warte ich ein bisschen. Also, was haltet ihr davon? Der Plan, wie gesagt, wir lassen alles so laufen wie bisher. Aber wir werden alles von Fließbändern unabhängig machen. Das heißt, die Science Labore zum Beispiel werden einfach hier eine Kiste bekommen mit den Science Packs, die sie brauchen. Das heißt, die gesamten grünen Chips werden auf einem Platz konzentriert, die gesamten roten Chips werden auf einem Platz konzentriert. Jede Ressource, also Stein, Zahnräder und was weiß ich, wird alles in einem kleinen Komplex hergestellt und in Kisten gepackt. Und Roboter holen es dann ab. Und die ganzen Flüssigkeiten, das ist was anderes. Weil wir kommen von den Rohren nicht weg. Das heißt, das Rohrsystem werden wir beibehalten. Aber dadurch, dass wir dann jede Menge Platz gewinnen, weil wir die ganzen Fließbänder nicht mehr brauchen, könnte ich versuchen, auch das ein wenig umzustrukturieren. Zum Beispiel könnte ich diese Lavaanlage hier rausnehmen, die Akkus hier weg, die Fließbänder hier weg, den Wald hier weg und hier komplett Lava machen. Also von 600 Grad bis 3600 Grad. Ja, das könnte man machen. Und dann auch das hier so expandieren, dass meinetwegen für Eisen am Ende 5 Blastfurnace sind, für Kupfer 5 Blastfurnace und das alles ein bisschen besser nebeneinander stellen. Weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viele davon brauche. Weil wir hatten es ja nicht mehr geschafft, einen am Anfang auszulasten. Und jetzt lasten wir 3 durchgehend aus und kommen trotzdem nicht hinterher. Ja, ist immer noch leer. Na, wenigstens das Latsch-Problem hat sich nicht so wirklich mehr gezeigt. Ja, gut. Also, was haltet ihr davon? Bitte in den Kommentaren schreiben. Ich warte jetzt, wie gesagt, noch so 2-3 Folgen ab. Ich hoffe, ich kann mich bis dahin zurückhalten, aber das passt schon irgendwie.